Morgen. Fangen wir an mit einem Gebet. Vater, ich danke dir so sehr für diesen wunderbaren Tag, Vater, den du toll gemacht hast, Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der ja hier ist, entweder vor Ort oder online zuhört, Vater. Ich bitte dich, ja, dass du einfach die Herzen öffnest, Vater. Ich bitte dich, dass jeder, der jetzt irgendwie irgendwas spezifisch sucht, Vater, ich bitte dich, dass ja, er dich findet, Vater, dass du dich ihnen offenbarst. Vater, ich bitte dich, dass du einfach das Wort, das ich heute bringe, dass es deine Worte sind. Vater, ich möchte dein Sprachrohr sein und nicht meine eigenen Worte hier benutzen. Vater, ich bitte dich wirklich, dass ja, du einfach alles, was hier gesagt wird, auf fruchtbaren Boden fallen lässt. Vater, ich bitte dich, ja, dass es einfach ein wunderbarer Tag in diesen, Start in diesen Tag sein kann. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Genau, und wir fangen an mit Epheser 1, 4 bis 6. Und dort steht, ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung: Schon vor Beginn der Welt, von Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Das Thema für dieses Jahr ist Liebe. Und falls ihr es noch nicht wusstet, dann wart ihr zu selten im Frühgebet. Deswegen möchte ich nochmal den einen Vers vorlesen und den einen Satz. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Liebe ist auch ein großes Thema in der Bibel. Und als Vorbereitung auf heute habe ich mir ein paar Fragen gestellt, die wir heute abarbeiten werden. Und die erste: Was ist Liebe? Und genauer gesagt, was ist Liebe in der Bibel? Was ist die Liebe Gottes? Im Deutschen beschreibt die Liebe die Wertschätzung, die wir für bestimmte Dinge oder Leute haben. Gleichzeitig heißt aber, wenn ich sage, ich liebe meine Mama und ich liebe meine Katze, das ist nicht gleichwertig. Meine Katze zu lieben, ich habe zwar keine Katze, aber wenn ich eine hätte, dann würde ich sie gern mögen und ich fände es bestimmt toll, sie zu haben, sie zu streicheln. Aber es kommt nicht an die Liebe heran, die ich für meine Mutter habe, die ich für meine Familie habe, die ich für Leute, Menschen habe, die mir nahestehen. Und dennoch haben wir im Deutschen nur ein Wort dafür, das wir für alles benutzen. Wir können auch Essen lieben, wir können wertlose Dinge lieben, aber wir können auch sehr wertvolle Menschen lieben. Im Altgriechischen, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, gibt es aber eigene Begriffe für die verschiedenen Arten der Lieben. Ich denke, die meisten von uns haben bestimmt schon ein paar von denen gehört. Ich gehe auch nur auf vier von denen heute ein. Und die erste davon ist die Philia. Philia ist die freundschaftliche Liebe. Hier geht es um den Respekt untereinander, zwischen Freunden, um Kameradschaft, um Vertrauen. Aber es wird auch in der Bibel gebraucht, um die persönliche Zuneigung für eine andere Person zu beschreiben. Zum Beispiel in Johannes 16, 27 steht: Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Hier spricht Jesus. Und wenn die Bibel sagt, denn der Vater selbst liebt euch, dann redet er von Philia. Das ist eine persönliche Liebe, eine persönliche Zuneigung, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Weil wir im Gegenzug aber auch Jesus lieben. Persönliche Liebe zu Jesus, eine Beziehungsliebe. Die nächste Liebe ist die Storge. Das ist die familiäre Liebe zwischen oder in der Familie, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Brüdern und Schwestern. Genau. Und die dritte Art der Liebe ist Eros. Das ist die leidenschaftliche Liebe, die sexuelle, die romantische Liebe. Das ist Begierde und sinnliches Verlangen zwischen den Geschlechtern. Und letztendlich die Agape, von der wir meistens reden, wenn wir von der biblischen oder göttlichen Liebe redet, das ist die bedingungslose, selbstlose Liebe. Auch Johannes 3,16, das ist einer der bekanntesten Verse, glaube ich, in der Bibel,
der auch von der Liebe spricht. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn die Bibel hier von Lieben spricht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist eine bedingungsselbstlose Liebe, das ist eine opfernde Liebe, das ist die Art der Liebe, die Gott dazu bewegt hat, seinen einzigen Sohn zur Erlösung von uns Sündern in die Welt zu senden. Damit wir frei sind von unserer Sünde, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Das ist keine Storge, keine romantische Liebe, kein Eros, das ist Agape. Das ist eine bedingungslose und aufopfernde Liebe. Und wenn wir fragen, was ist Liebe in der Bibel, dann meinen wir meistens Agape. Und das führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Was hat jetzt Agape, diese göttliche Liebe, mit uns, mit jedem von uns persönlich zu tun? Agape ist nämlich nicht nur die väterliche Liebe von Gott zu seiner Schöpfung, zu jedem Einzelnen von uns Menschen, zu seinen Kindern, sondern es ist auch die gegenseitige Liebe, umgekehrt von uns zu Gott, die wir für Gott haben und die wir aber auch für unsere Mitmenschen haben. Und zwar nicht nur für unsere Nächsten, aber dazu möchte ich jetzt erstmal Matthäus 22, Vers 35 bis 40 lesen. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jetzt steht hier, und das zweite ist ihm vergleichbar. Das ist, für mich war das etwas unzufriedenstellend. Ich weiß nicht, wie das euch geht, weil es gibt hier ein größtes Gebot und hier ist, also nach dem größten Gebot ist die Frage und es sind genau zwei genannt, die an sich gleichwertig sind. Aber was ist jetzt wichtiger, könnte man sich fragen, Gott zu lieben oder seine Mitmenschen zu lieben? Und genau hier ist, wo Agape besonders wichtig ist. Beide Gebote laufen nämlich auf das Gleiche hinaus. Die Liebe zu Gott kommt durch die Liebe zu deinen Mitmenschen, zu deinem Nächsten zum Ausdruck und umgekehrt. Indem du jemand anderen liebst, zeigst du, dass du Gott liebst. Echte Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen zeigt sich darin, für andere zu sorgen, ohne etwas im Gegenzug zu verlangen, aus sich herauszugehen, sich zu opfern für andere, auch wenn man es vielleicht gerade nicht möchte. Und Jesus geht nicht nur einen Schritt weiter, indem er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sondern auch in Matthäus 5, 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Eine andere Übersetzung sagt zum Beispiel, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das heißt, solange wir nicht auch unsere Feinde lieben, solange wir uns nicht nur opfern für unseren Nächsten, sondern auch für die nervigste Person auf dieser Welt, die du am liebsten woanders haben würdest, solange wir die nicht genauso lieben, wie wir uns selbst lieben, können wir nicht Söhne unseres Vaters im Himmel sein oder erweisen wir uns nicht als Kinder im Himmel. Agape ist kein Gefühl, das kommt und geht. Heute habe ich Lust, heute habe ich nicht so viel Lust auf diese Person und deswegen liebe ich sie und deswegen liebe ich sie nicht, sondern es ist eine göttliche Eigenschaft. Gott ist Agape, Gott ist Liebe und diese Liebe ist ewig. Gott ist der, der ich bin. Das ist keine Person, die sich verändert oder keine Instanz, die mal so ist und mal anders. Das ist ewig unveränderlich, unerschütterlich. Sie ist eine Großzügigkeit, eine Gnade und Freundlichkeit, die nicht auf Gefühlen, so wie wir sie oft haben, auf Emotionen, auf wechsel- und wandelbaren Gedanken beruht, sondern auf göttlichen Prinzipien, außerhalb von unseren menschlichen Gedanken, von unseren menschlichen Meinungen,
von den Begierden des Fleisches. Menschlich gesehen gibt es überhaupt keinen Grund, unsere Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die uns was Böses wollen. Aber Gott steht außerhalb von uns und unserer Ziele. Und wenn wir näher zu Gott kommen wollen, dann ist das der erste Schritt. In 1. Johannes 4, 7 bis 8 steht: Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die Bibel sagt also ganz eindeutig, solange wir nicht nur unsere Nächsten lieben, sondern auch unsere Feinde, solange wir uns nicht von unserem egozentrischen Denken, von Selbstmotivation entfernen, solange unsere Liebe nur im Menschen zentriert ist, meistens in uns, und nicht in Gott, können wir Gott nie vollkommen kennenlernen. Es steht, wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Also wenn du nicht nur deinen Nächsten, also und lieben heißt hier ganz klar nicht nur deinen Nächsten oder deine Familie oder die Person, die du eh magst, sondern wirklich deine Feinde. Leute oder Leute, mit denen du nichts zu tun hast, die du nicht kennst, die dir gerade vielleicht auch irgendwie ein bisschen nervig sind. Solange du die nicht liebst, kennst du Gott nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es uns immer einfach fallen wird oder dass wir das automatisch können. Jedem fällt es schwer, das mal zu machen. Aber der wichtigste Schritt ist, sich zu entscheiden und Gottes Liebe zu empfangen, für sich aufzunehmen. Und da ist der erste Schritt natürlich zu sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an das, was er getan hat und ich nehme das in Anspruch auch für mich, diese Liebe. Diese Freiheit, die jedem von uns zusteht, dadurch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, nehme ich auch für mich in Anspruch und empfange dadurch seine Liebe. Weil die Bibel nämlich auch was ganz Tolles gleichzeitig sagt und nämlich in Vers 7, wenn ich es nochmal vorlese, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Das ist nichts, was wir selbst aus unserer eigenen Kraft machen müssen. Es ist auch nichts, was wir tun könnten oder aus eigener Kraft schaffen würden. Aber wir dürfen es wirklich als Geschenk Gottes annehmen. Einfach diese himmlische Liebe, die außerhalb von allem ist, was wir uns vorstellen können. Aber wir dürfen diese Liebe in Anspruch nehmen. Und das ist nun, führt mich das zum letzten Punkt und zur letzten Frage, was ist nun das Ziel dieser Liebe? Wir haben jetzt diese Liebe, aber was machen wir damit? Behalten wir sie für uns oder ist es einfach toll, die Liebe jetzt zu haben? In Epheser, wenn ich das, ich lese den Vers nochmal vor vom Anfang, Epheser 1, 4 bis 6, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Wir wurden geschaffen, um uns an Gott zu erfreuen, um das zu nutzen, was er uns gegeben hat. Die ganze Welt, die er für uns geschaffen hat, daran dürfen wir uns erfreuen und wir dürfen ihn dadurch loben. Wir haben so viel, wofür wir ihn loben und preisen dürfen. Und er verherrlicht sich dadurch. Gottes Liebe ist nicht dazu da, dass wir uns gut fühlen, egal was wir tun und wir leben unser Leben, machen was wir wollen und wissen aber, Gott liebt uns und dabei bleibt es. Sondern die Liebe ist dazu da, dass wir uns aus unserer sündhaften Natur befreien können. Aus dem wir uns nicht selbst befreien können, weil wir jemanden brauchen, der dieses Opfer für uns bringt. Und das war Jesus. Aber aus dieser Selbstzentriertheit zu befreien, das kann nur Gott. Aber dadurch, dass wir die Freiheit in ihm haben, dürfen wir seine Herrlichkeit genießen. Und wir dürfen ihn verherrlichen. Er darf sich dadurch verherrlichen, dass wir frei sind, dass wir Freude an dieser Freiheit haben. Wir sagen das so oft, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und daran erfreut sich Gott, daran verherrlicht er sich auch, dass er eine Schöpfung hat, die ihn preist für das, was er ihr gegeben hat. Und der zweite Schritt ist natürlich, diese Liebe weiterzugeben. Nicht nur für uns zu behalten, nicht nur zu sagen, oh, jetzt habe ich das und ich gebe es aber niemandem weiter, weil es ist so toll. Nein, damit wir wirklich Freude an dieser Liebe haben können, müssen wir das weitergeben. Vor allem an diejenigen, die es brauchen. In 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie wunderbar ist, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und dass wir Menschen haben, die uns lieben können dadurch und dass wir andere Menschen dadurch lieben dürfen.
Wir haben Gottes Liebe und wir dürfen es nun weitergeben. Denjenigen, die uns Böses wollen, können wir Gutes tun. Wir können für sie beten. Wir dürfen für sie opfern. Und es darf uns leicht fallen, weil wir Gottes Liebe haben, weil wir diese Freiheit haben. Und genau, dafür dürfen wir ihm danken. Und ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir. Ja, Vater, für alles, was du uns gegeben hast. Vater, du sagst, in allem, was wir tun, sollst du verherrlicht werden. Vater, es soll dir zu deiner Ehre geschehen. Und Vater, das wollen wir wirklich für uns, ja, für uns einfach aussprechen. Vater, für diese kommenden Wochen. Vater, wir wollen heute schon damit anfangen, unsere Feinde zu lieben. Vater, ja, weniger an uns selbst zu denken, mehr an die anderen, mehr an dich zu denken, mehr auf dich zu schauen. Und einfach, hilf uns einfach, diese Liebe, die du für uns hast, an andere weiterzugeben. Vater, andere so zu lieben, wie du uns zuerst geliebt hast. Aber Vater, ich danke dir einfach für das große Opfer, was du für uns gebracht hast. Das größte Geschenk, was du uns hättest jemals machen können. Was wir unverdient bekommen haben. Ja, aber wir sind frei durch dich und Vater, dafür wollen wir danken. Und wir segnen einfach diesen Tag. Wir segnen diese Woche. Vater, du hast sie gut gemacht. In Jesu Namen. Amen. Amen.